Ach ja, Mann! Psst, du da! Hey, du da! Hey, ich bin ein Pädophil! Was? Genau. Ich wollte das andere! Ach, ich vergesse das jedes Mal, ey. Ich könnte... Es wurde gespeichert, ne? Wurde es? Ja, automatisch. Folgendes! Oh, hoppla! Ich wollte bei dem das andere... Ich wollte bei dem auf jeden Fall das andere sehen. Wir machen das nochmal, hey, läuft. Ich hoffe nicht, es ist gespeichert. 50, 55. Ja, okay. Bitte. Ich habe aufgepasst. Dieses Mal. Magst du Absol? Ja, ich versohle ihm gerne den Hintern. Das Dumme ist, jetzt musst du die ganze Tali-Story nochmal wegdrücken. Ja, läuft. Ja, ich weiß, du kriegst kein Date mit mir. Lass mich zufrieden. Au revoir. Ja, ja, red Deutsch mit mir. Red Deutsch! Was? Psst, ich bin gar nicht da. Okay, ich verstehe. Hallo, hallo, Déjà-vu. Déjà-vu. Mausika gibt es Schuss auf die... Was? Miau. Okay, komischer Satzbau. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Das ist voll lieb von dir. Yeah. Ist schon recht weit. Wie man es nimmt. Ja, habe ich in Sonne gehabt. Bla 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 bla. Dein Papa? Dein. Was? Dein Vater? Ja, mein Vater hat mich allein gelassen. Er hatte keinen Bock auf mich. Ich war so hyperaktiv. Hm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dabei bin ich eigentlich ganz normal. Tolle Story, Tali. Tali ist auch so eine Quatschtante. Also aber ehrlich, ne? Nicht, übelst. Richtig kleiner Pisser. Okay, Diapos, ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht, Diapos, gute Besserung. Sorry fürs Timeout, aber das muss einfach sein. Du wolltest es ja herausfordern mit Valley und ich hab's übernommen. Hey, läuft. Also, mach's gut, Diapos, bis zum nächsten Stream, nächsten Sonntag. Es wird lustig. So. Kilian, ey. Nach die du otterverachtendes Individuum. Mega geil. Ach, herrlich. Ja, bla bla bla. Halt's Maul mal. Also war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Yay. Chui. Jetzt vorsichtig, nicht Button smashen. Hi, Typ. Button smash. Psst, du da. Ja, du bist doch Marcy, oder? Wer soll ich sein? Lassen wir doch die Spielchen. Ich durchschaue solche Lügen, weißt du? Ich bin im Auftrag einer gewissen Person hier. Ja, ja, ja. Eine seltsame Karte. Tut mir leid, wäre ich nicht krank, würde ich dir in so einem Mond-Battles die Ohren lang ziehen. Wart's ab, Junge, wart's ab. In SM-Battles, Ich stehe nicht auf sowas, aber von dir lasse ich mich trotzdem nicht abledern. Ja, auch schon auf eine doofe Schule. Oh, wenn ich, alles klar. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Mach's gut, bis nächsten Sonntag im Stream. So wie immer, 18 Uhr hier auf dem Twitch-Channel. Yeah. Gute Nacht, Valley. Enderman, wir kämpfen heute nicht. Heute wird nicht gekämpft. Kämpfen? Ja, heute wird nicht gekämpft. Allein, weil ich hier immer noch nichts Vernünftiges, Kompetitives habe. Wo muss ich eigentlich hin? Wegen dieser dämlichen Karte. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich hatte keinen Bock. Wenn du das mit der Karte anfängst, dann sitzt du aber noch eine ganze Weile dran. Ist das die Labelle-Story? Okay, mache ich nicht. Okay. Da kannst du besser einen eigenen Stream für aufwenden. Okay, dann machen wir nächste Woche einen Rebell-Stream, wenn wir die Ultrabestien handeln gehen. Alles klar. Geritzt. Die Sache ist geritzt, geregelt. Wie auch immer. Ich muss mich dahin flattern, sonst bin ich zu weit weg. Okay. Flapp. Ich glaube, die Diapos ist gleich wieder raus. Ja. Ich dachte, die Diapos will pennen gehen. Haten kann er immer. Ja, da sind wir wieder. Kann ich eigentlich die Kapus ab jetzt immer fangen, wenn ich da hingehe? Also die allgemein herausfordern? Ja, du kannst jetzt okay. Alle Kapus herausfordern. Mhm. Mach ich jetzt aber noch nicht, weil kein Bock. Dann kannst du soft resetten, bis sie das Richtige gewesen haben. Oh, da ist ein Silberkronkorken. Ja, so wie letztes Mal. Pass auf.
Flieg zum Ätherparadies gleich. Mann, jetzt geht wieder los. Angel länger. Silber, Angeln. Korken. Angeln ist mit Geduld verbunden. Okay, kein Krokan. Die Libellestory ist wieder scheiße. Ja, wird sich zeigen. Hat er nicht letztes Mal rumgeholt? Also, das ist ein Heide. Da ist es. Hey. Ich kann zwar überhaupt nicht schwächen, weil Tohaido scheiß Dev und so. Aber es fangen ja schon stylisch. Ich könnte einen Meisterball werfen, aber ich bin nicht blöd. Meisterball! Ich glaube, wir sind ab jetzt da. Alles klar, ich mach's gut. Die beiden Mädels geben dir zwei gute TMs. Cool. Die geben dir zwei richtig gute TMs. Es ist einfach drin. Ja, ist so geil. Hammer. Schwarz-gelber Ball. Gute Farbe. Ich weiß nicht, was du meinst. Sauber, haben wir Tohaido gefangen. Hey, Herrn, kommt doch, was soll's, ne? Die Mädels standen auch bisher noch nicht da unten, ne? Nee, die stehen erst nachdem du das Spiel durch hast. Ah, okay. Fange, es ist schon passiert. Ja, man merkt, der Stream ist ein bisschen verzögert. Tohaido, das brutale Pokémon. Tohaido hat eine traurige Vergangenheit. Seine Rückenflosse gilt als Delikatesse, weshalb es lange Zeit gnadenlos überfischt wurde. Außerdem hat es eine scheiß Dev. Nom 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 nom. Denn es Tyrann. Nein, zu spät, Mann! Wow, in Drunterwesen, perfekt, es hat Eiszahn. Aber Verteidigung geht hoch. Oh, jetzt setzt bestimmt ein Ableitieb vom Meistergriff aus. Oh, mega Rauhaut hat es auch noch. Es ist locker und hinterhältig. Läuft. Locker hinterhältig, geil. Mhm. Vegas Beast 99, willkommen im Livestream. Hallöchen. Vegas. Vegas, Baby. Was, Vegas? Was wird Button Vegas? Was? Hab gehört, ihr verschenkt Darkrai? Nein? Wer was? Erzählt denn solche Lügen? Ich verschenke gar nichts hier. Ich spiele einfach nur meinen Privatspielstand. Oh, das wollte ich nicht. Nein, weg mit dir. Wer erzählt denn sowas? Aber ist aber sehr weltfremd, was da erzählt wurde. Wer hat das erzählt? Wer lügt? Hallo, Lady mit dem Knackarsch. Huhu, ja du da. Wir sind die VM-Girls. Alles klar. Alles klar. Ich verstehe. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, sind wir für ein Fotoshooting hier in Alola. Die ist aber ganz schön von sich überzeugt, muss ich sagen. Hier wird nichts verschenkt. Genau, Kilian. Ist super lustig. Wir schießen die Bilder nämlich selbst, weißt du? Haha, Selfie. Hast du auch einen Selfie-Stick? Ich hoffe nicht. Oh, die hat Klick. Ja, toll. Haben halt keinen Fotografen. Ja. Noch stehen wir bei keiner Agentur unter Vertrag, aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja, ja. Das wird unser großer Durchbruch. Oh, ein Attackenname. Du kommst jedenfalls genau richtig. Du willst uns doch sicher dabei helfen, unser Demo-Video aufzunehmen. Habe ich recht? Das wäre so dufte von dir. Sie sagt dufte, sie ist mir sehr sympathisch. Das. Was? Ich habe gerade das vom Vegas Beast gelesen. Also mit Finger, Schnips und Meld. Nein, Spaß. Was? Da kam eben. Alles klar. Das war bestimmt Diapos. Mhm. Diapos, wenn das nächste Mal wieder da ist, kriegt er sofort ein Timeout. Das, was es sonst gibt, ist Prügel. Das stimmt. Jetzt gibt's Prügel. Was? Nein. Das Ganze soll ein bisschen aussehen wie ein Multikrampf, weißt du? Aha. Da kommt also so ein fieser, starker Trainer an, der uns in einem Kampf platt machen will. Und das auch tut. Wir dann so total ängstlich. Oh nein, das wird ein Hit. Erzähl keinen Shit. Wäre echt klasse, wenn du diesen Multikrampf mit uns durchziehen würdest. Bist du dabei? Nein, keine Lust. Die fragen dich nach einem Dreier. Dreier. Geschenk des Hauses, warum nicht? nein, keine Lust. Das wäre schon irgendwie lustig, aber... Nein, komm, hier, komm, machen wir. Juhu, ich wusste gleich, dass du für den Spaß zu haben bist. Aber immer noch. Lass uns anfangen. Okay, Szene 1. Die VM-Girls, Panik am Strand. Und Action. Hey, wenn... Nein, ich sag jetzt nichts. Lucy und Nora, natürlich. Lucy? Wer ist denn wer? Luminion und Landhorn. Landhorn. Total fair. 45 läuft. Ich bin nicht überlevelt. Nein, ich doch nicht.
Geld. Okay. Ich würde mal sagen, wir überschrumpeln das da. Und wir akrobatisieren einfach mal das da. Einfach killen. Boah, warum nicht? So, eins ist schon mal down. Die armen VM-Girls. Oh nein, sie werden platt gemacht. Ich bin der große fiese Don Marcy und ich mache euch jetzt richtig platt, ey. Ja, Mann, steigt auf im Level. Luminion! Ja, es ist schön, aber ich würde es niemals selber spielen. Du hast nicht mal meinen Nibbelschild geknackt, was ist denn los mit dir? Hallo Marv, willkommen im Stream! Hallo Marvel. Marvel. Ich will dir das Blut aussaugen, du kleines Mistvieh. Halt, nein. Nein. Ja. So. Aber draufklatschen. Läuft. Kaskade! Oh nein, er klappt mein Limitschild. Oh, Hilfe! Blutsauger! Lecker! Da krieg ich mal richtig Hunger. Auf Fisch. Gefilchte Fisch. Ja, Fischstäbchen. Die Wellen gehen zurück. Oh nein. Den Wasserfall hinauf. Was? Das war eine Anspielung. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ja, 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 ja. Und Schnitt. Hammer, das wird so gut. Das sind voll geniale Aufnahmen. Danke, du bist echt der Beste. Beste, ich weiß. Hier, die sind für dich. Wir wollten uns doch erkenntlich zeigen. Viel Spaß damit. Kaskade! Woo! Ja, als TM. Mhm. Hier sind vor allem wenigstens TMs. Vernünftig. Surfa! Aber auch die Anspielung mit Wellen gehen zurück und bla bla bla, muss man nicht erklären. Erkennt man schon von selbst. Wo wir herkommen, nennt man die Dinger VMs. Na, klingelt's schon bei dir? Nein. Wir haben eben, oder? Nö, es klingelt nichts. Wir haben eben alle unsere versteckten Talente. Man mag uns das vielleicht nicht ansehen, aber wir sind die Hersteller der VMs. Ich hasse euch! Wie kann... Ja, ja, ganz im Ernst. In Kardos gelten wir deshalb sogar als sowas wie nationale Schätze. Nein! Wer VMs bastelt, ist kein Schatz. Nein. Oder waren's nationale Schätzchen? Oh, bitte, ey. Ist ja auch egal. Leider verkaufen sich die Dinger quasi gar nicht. Ja, weil es keiner haben will, Mann! Und hier, oder werden VMs erst gar nicht gebraucht, wie es scheint. Ja, zum Glück. Darum haben wir uns gedacht, verkaufen wir die hier doch einfach als TM. Läuft. Ich meine, was soll mit uns als Gesichtern der dazugehörigen Werbekampagne noch schiefgehen? Ganz ehrlich, Surfer und Kaskade sind super starke TMs. Stimmt. Und du solltest mal versuchen, die wenigstens einem deiner Pokémon beizubringen. Ja, mach ich schon. Die haben es wirklich in sich. Denk noch mal. Danke nochmal für deine Hilfe. Bla, 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 bla. Ich bin euer Fan. Ja, ja. Drei und so. Hammer, wie kann man nur so viel labern, ey? Hm, was? Upsa. Weiter geöffnet. Freut mich, gerne gemacht. Hier ist kein Reißlaus, das ist gemein. Boah, die labern, der ist ja immer noch am Spannern. Habe ich ja extra nicht umgeklatscht, den Typi. Typus Virus. Und jetzt geht's endlich weiter. Oh, Halleluja, ich freue mich. Weiter, weiter. Ja, zum Baumeli des Kampfelis. Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Doch, AP Plus, natürlich. Sehr schön. Läuft. Na, wer bespannert jetzt wen? Hui, was ich da? Blablabla. Bla, bla. Der hat nur die Weiber bespannt. Jetzt verstehe ich, warum er da so steht. Wann kommen sie wieder aus dem Geysir rausgesprudelt, damit mein Geysir sprudeln kann? Was? Mich. Mochael! Stimmt, das war ein Mochael! Ja, ja. Mochael! Mocha, Mocha. Ja, 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 ja. Mit deinem Vieh hast du keine Chance gegen mein Vieh! Mein Vieh! Terminator. Ihr ja, Mann. Der mit seiner explosiven Scheiße wirft.
Ja, mach mal ruhig. Es sei dir gestattet. So schön, wenn die Death runtergeht, kann man ihn tot haben. Finde ich super, einfach super. Oh nein, Body Slam. Oh, wie viel Damage das macht bei meiner schwachen Verteidigung. Lächerlich. Totale Algengrütze. So, erledigt. So. Moch als jetzt Zenlong ein. Oh, wie kommt er nur an dieses Pokémon? Ich weiß es auch nicht. Der ist sehr long, ja. Ja, ja, ja. Ich sag ja mal einen richtigen Schlong. Schlong. Schling, Schlong, Schlong. Ins Gesicht so. Quatsch. Yeah! Ein winziges, kleines, putziges, aber männliches Insekt wird es einen Drachen töten. Drachen töten leicht gemacht. Hier, bitteschön. Sparkle, 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 tot. Der alte Spaghetti-Hals, ey. Yeah! Mochael wurde besiegt! Ich glaube, ich wurde gemochert. Ich will einen Mocker. So richtig. Okay, den haben wir. Und auf geht's. Wald von Pony! My little Pony! My little Pony! Pony, Pony. Me so horny. Es ist so still. Zu still. Ja, was ist mit dem Chat los? Was ist los mit euch? Keiner spammt mehr. Also, seid ihr tot? Wo seid ihr, Leute? Aber ehrlich, seid ihr tot? Es kommt nichts mehr im Chat. Überschrumpeln! Das ist Level 55 einfach. Und trotzdem down. Ja, 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 Fettbacke. Yeah! 54! Take das, Texas! Yay! Yeah. Können ja auch Party machen. Jetzt, wo Diapos immer nimmer da ist, können wir ja die Sau rauslassen. Das stimmt allerdings, Kilian. Er wird sich freuen, das auf YouTube nachzugucken. Das ist gesehen, er wollte mich angreifen. Ja, und wie? Keks zuschieb. Oh, danke. Kekse. Bam, 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 bam. Okay. Was hat er gesagt? Ich hab keine Ahnung. Hab mir auch gepasst. Ist ja auch Wurst. Es ist nur ein Karate-Fuzzi. Ja, random Trainer-Texte. Gaku! Was ist für ein Name, ey? Krabbel. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß auch nicht warum. Ja? Was soll's? Es spricht nicht für Krabbels Innen, dass ich schneller bin. Nahkampf. Ja, Krabbel ist doch ziemlich langsam. So eine fette Eiskrabbe. Ja, das ist typisch für Alola-Pokémon. Ja, lahmarschig. Danke, dass du deine Verteidigung senkst, jetzt ist es ein Tod. Holzkopf. Okay, dann irgendwie creepy. Du Krümmelmonster. Was? Ich doch nicht. Yeah, Schwarzkopf wurde besiegt. Mein Herz ist gebrochen. Also stirb. Naja, wir haben nicht nur sein Herz, sondern auch seinen Willen gebrochen. Ich freue mich. Meins! Topftrank. Topftrank. Ich pack mal was anderes nach vorne. Dann können wir wenigstens schnell fliehen. Follower zuschieb. So. Ah, guck mal, was wir da haben. Eine Zigarrenzelle. Ich muss noch die eine Zelle sammeln. Wo war die? Bei Dings. Vor der Höhle bei Capriki. Ja. Das mache ich schnell. Ist ja auch Wurst. Wo gehst du nochmal zur Höhle? Weiter runter. Da ist rechts. Rechts, rechts. Hoch. Ja. Links, links. Links, 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 links. Ja, da fliegst du hin und dann kannst du da den Podest hochgehen. Ah ja, genau. Jetzt erkenne ich die Location wieder. Ich war leicht minimal maximal verwirrt. Alles in Ordnung. Life wie geschnitten Brot in Afrika. So, jetzt muss ich leider etwas machen, was ich nicht machen möchte. Nein! Oh, da ist noch eine Zelle. Damasi! Hey, nicht aufhören! Macht mal schön weiter! Was? Was geht jetzt ab? Warte, warte.
Warte. Das ist nicht mein Fuß. Das geht ja ab. Da guckst du, Don Marci, nicht wahr? Ja. Also, ich nutze auch das gerne als Gelegenheit zum Trainieren. Was? Hä? Jedenfalls hat uns der Inselkönig einfach am Schlafittchen gepackt und gemeint, wir hätten doch eh nichts zu tun. Tja, und jetzt stehen wir hier, ey. Pokémon-Kämpfe sind ja okay, aber Sumo-Ringen im Alola-Style? Ich weiß ja nicht. Okay, jetzt bist du dran. Sag mal, weißt du nicht Bescheid? Team Skull ist aufgelöst am Ende. Ah. Und darum versuchen wir stark genug zu werden, um anderen zu helfen. Quasi als Rettungsteam Skull oder so. Das kauft doch keiner euch ab irgendwie. Keine Ahnung. Deine Lieblingsgen, Herr Krüppelmonster. Eigentlich Gen 1 wegen Rot, weil damit alles anfing. Ah, hier. Yeah, Atmosphäre kaputt. Oh, geil, die Atmosphäre ist kaputt. Oh, danke, Taurus, für diese wunderschöne Musik. Oh, geiler Shit, ey. Ich liebe diese Mucke. Warum überquatsche ich sie? Weil sie so toll ist, natürlich. Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Ein großer Haufen Leere. Ja, Mann. Pokéball Flieg. Elektrosamen. Ich verstehe schon, warum es Samen heißt. Elektro-Gypsy. Yama Yama, Yama Yama. Hier ist nichts, hier ist gar nichts, rein gar nichts. Wirklich gar nicht, okay. Ist ja gut, Mann. Da liegt sie. Yeah! Zygarde-Würfel. Ich geh jetzt nicht da rein. Die Kapus fangen wir in einem zukünftigen Stream. Kapu, Kapu, Kapu-Time. Ja, ich sollte auch hier hinfliegen, hat man mir gesagt. Wir gehen mal ins Äther-Paradies. Ja, ich sag ja, du hast so viel kleinen Scheiß zu tun. Ne? Mhm. Also, es gibt auch hier und da auf Inseln echt noch so Sachen zu entdecken, die interessant sind. Mhm, ich bin sehr gespannt. Das heißt, ich muss einmal alles wieder ablatschen. Oh. Ja, was will ich machen? Du musst ja theoretisch nicht mal ablatschen. Der Chat kann dir auch helfen. Das stimmt allerdings, wenn er aktiv wäre. Ich könnte dir auch 100 Sachen jetzt erzählen, aber dann kommst du nie zum Kampf vor. Okay. Was kann ich hier im Ätherparadies machen? Hier gibt es auf jeden Fall eine Zygarde-Zelle. Ich weiß aber nicht, ob du die schon geholt hast. Die war aber hier vorne, aber da liegt keine. Okay, dann habe ich sie schon. Und sonst gab es... Achso, du kannst hier Typ 0 holen, aber das willst du wahrscheinlich ja, das, nicht tun. Das möchte ich jetzt nicht. Weil du das passende Wesen wahrscheinlich auch haben willst. Sonst ja, kannst du hier nichts machen. Okay, dann hat sich das erledigt, dann kann ich wieder. Aber auf der zweiten Insel zeige ich mir nochmal die. Ja. Mach mal eine Nahaufnahme. Geh mal nach dem linksten Stück. Nee, das war auf der ersten Insel. Auf der zweiten Route, so war das. Genau, wenn du den zweiten. Dir die zweite Feder links nimmst. Mach nochmal klein die Ansicht. Also die zweite Feder links, nicht die erste, die da drüber. Die hier? Ja, und dann kannst du da hochgehen und in dieses Haus da mit dem blauen Dach reingehen. Okay. Da gibt's auch noch was. Okay, dann geh ich da mal hin. Welches Pokémon ist das? Zweite Gen, Käferstahl. Cheehox! Oh, Forstelka. Mm, genau, und Forstelka. Okay, wir gehen mal kurz ins Haus. Kilian, das wandelnde Pokémon-Lexikon. Das stimmt allerdings. Heißt ja nicht umsonst. Kilians Pokémon-Lexikon. Kann ich nur empfehlen. So. Ich will immer noch auf die Schaukel. Guck mal, wer da ist. Ah! Hey. Na, ist klar bei dir? Wie er das da durchgestrichen hat. Ich freue mich ja, dass mein Junge die ganze Welt bereist, aber er könnte sich öfter mal melden. Als ich ihm deswegen die Meinung gegeigt habe, hat er mich total platt gemacht. Ist das sein Junge? Das glaube ich ja nicht, ey. Das ist sein Sohn, ja. Hey, hey, du. Na, ist klar bei dir? Hey, red mit mir! Hier rein eine Zelle. Scherer, normal sie ab ins Untergeschoss des Ätherparadieses. Nein, noch nicht. Hey, du. Ich weiß nicht, was du hier zu suchen hast, aber dein Timing könnte nicht besser sein. Komm zur Strandpromenade in Hawaii City. Okay?
Hi. Willkommen hier bei... Warte mal, kann das sein? Bist du Domasi? Ja, da bin ich. Du kennst mich? Ja, über meinen Sohn. Bromley hat in letzter Zeit hin und wieder zu Hause vorbeigeschaut. Er wollte, dass ich dir das hier gebe, falls du hier jemals auftauchen solltest. Warum ausgerechnet Angeberei? Ich verstehe es nicht so ganz. Es ist sehr mysteriös. Das war eine seiner Lieblingsterms. Ich weiß nicht warum. Mit dem Pokémon, den er damit Angeberei beigebracht hat, hat er bei Kampfturnieren viele Trophäen gewonnen. Ich hätte nie gedacht, dass das Bromley zu Hause ist mit den Trophäen, ey. Ja, aber es macht seinen Charakter noch deeper, weil anscheinend ist er nie Erster geworden. Ja, immer nur Dritter, einmal Zweiter. Als Dritter denkt man sich immer, boah geil, ich bin aufs Treppchen gekommen. Als Zweiter denkt man so, ich habe den Ersten nicht geschafft. Und als Erster, ich muss nächstes Mal Erster werden. Der Dritte freut sich wenigstens. Mhm. Nice. Ich habe das auch bis jetzt nicht gerafft, dass er mit platt gemacht Bromley meint. Aber er kam auch erst sehr spät, deswegen ist es kaputt, dass ich es vergessen habe. Cool. Zur Strandpromenade. Boah, war die hier auf der Insel? Ja. Unten in der Stadt. Das ja, hier, ne? Genau. Hier geht's schneller. Okay. Wollen wir mal die Brombeere besuchen? Yeah, Glurak, flieg und sieg! Glurak ist toll! Ja? Es gibt so viel geilen Scheiß. Ah, ich freue mich! Ich freue mich! Nicht über diese Musik, die Musik ist immer noch kacke, aber ich freue mich trotzdem. Ich muss niesen. Gesundheit. Ha, danke. Da ist er, da ist er, da, 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 da. Kriege ich etwa ein Team Skull T-Shirt geschenkt? Das wäre cool. Da bist du ja endlich. Na dann, Domasi, kämpf mit mir. Okay. Okay. Ich habe zwar Team Skull aufgelöst, aber ich bin trotzdem noch ganz der Alte. Ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Jetzt wirst du sehen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Da bin ich mal gespannt, ey. Erstmal die Knochen knacken. Ah! Pokémon-Trainer! Bromley, fordert dich heraus! Schönheit, was? Wer Bromley ist eine Schönheit? Wo das denn? Nicht schlagen? Wenn man auf sowas steht, ne? Möchte ich jetzt wissen, bist du Männlein oder Weiblein, du da unten im Chat? Sie ist ein Weibchen, hat sie doch vorhin schon geschrieben. Habe ich nicht gelesen. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ein Weibchen, sag ich. Zu viel gezüchtet in letzter Zeit. Ja, kannst kaum erwarten, selber damit anzufangen. Okay, Tektas. Mhm, Texas. Er will mich bestimmt überschrumpeln, habe ich so das Gefühl. Deswegen... Ich bin ja auch gar nicht geheilt. Hier, was soll's. Hm? Wer will Schläge? Niemand! Mit oder ohne Muscheln? Mhm. Jetzt geht das wieder los. Warum hat er eine Kilian gemeint? Keine Ahnung. Wegen nicht schlagen wahrscheinlich. Ach so, ach so. Ich verstehe, ich verstehe. Ich dachte schon, es wäre die Rückkehr des Diapos. Oh nein, bitte nicht. Okay. Ich habe gehört, Tektas möchte aufs Maul kriegen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube ja. Hier, komm. Bats. Putz! Voll auf die Fresse! Auf die Fresse! Rückzug! Tschüss, Tektas, war schön mit dir. Pinsir. Nice! Überbrückung, ja, wenn du meinst, wenn du meinst. Pinsel-Rückkehr, Buh. Ja. Nein, erstmal akrobatisieren. Und RIP. Ich musste mein Pinsel, was ich über die Bank rübergeholt habe, erstmal schön wieder auf Freundschaft hochpumpen. Das ist toll, ne? Ja, aber es ging relativ zügig. Es gibt ja die eine Massagedame, Sanftglocke, und dann habe ich ihn beim Züchten einfach mitgenommen. Mhm. Durch das Ganze im Kreis laufen, war dann ziemlich schnell auf Freundschaft. Okay, das geht natürlich auch. Das ist eine gute Idee. Hm. Beim Züchten einfach mitnehmen. Akrobatik, reiches trotz Angriff, Drop. Natürlich, es ist nur ein Maskeregen. Ja, Maskeregen. Da will immer welche, aber... Also. Weichteil und so. Das war in dem verlorenen Stream. Tektas, ja, mach mal ruhig.
Der verlorene Stream. Der erste und letzte verlorene Stream. Nie wieder werde ich sowas machen. Durchmachen müssen. Es war so schwer, Fliegi. Akrobatik. Ja, Technik ist eine Bitch. Ja, eine Bitch-Pussy. Kilian, wann kommt eigentlich die Bitch-Pussy bei deinem Lexikon? Ich will es endlich. Ich will endlich mal was anderes in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber hey. Jetzt musst du erstmal ein paar Gen 7 Pokémon abklappern. Oh ja. Oh, Sherox. Sherox. Okay, da gehe ich mal hier drauf. Ganz genau. Mit Amiots davor. Sherox hat er jetzt also. Das ist auch cool. Ja. Das freut sich bestimmt über einen wunderbar leicht feurig glühenden Flammenwurf. Oh, oh Sherox, no Patroni. Schlecht. Bromley, bitte Bromley, warum? Bromley, warum machst du das so? Ich weiß nicht, Bromley hat in diesem Kampf meine schönen Ultrabestie zerstört. Ernsthaft? Okay. Ja, okay, wegen Käfer, kein Wunder. Arianos! Arianos! Kurschaus hochpumpen geht nicht schwer. Spa-Insel und über Nacht mit Bohnen drin lassen. Ja, das geht natürlich auch. Ja, was mir nur zu blöd war, bei der Spa-Insel kann es auch Freundschaft verlieren, wenn es überhitzt wird. Und das wollte ich nicht eingehen. Echt? Ja. Wenn es zu lange drin ist, dann überhitzt es und verliert wieder Freundschaft. Okay, wie dumm ist das denn? Ja. Deswegen, das ist die einzige Insel, die ich nicht nutze. Giftfaden? Blub, 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 blub. Aha, in den Senken. Ist Giftfaden neu? Ja. Ah, cool. Den Gegner einfach mal vergiften und innen drunter drücken. Das ist nice. Als letztes Pokémon kurz vorm Abnippeln ist das schon ein bisschen spät, aber hey. Schade, dass es nur normale Vergiftung ist. Das andere wäre auch übelst hart. Toxin! Toxin! Scheiß auf Benzin. So, erfolgreich Bromley umgeklatscht. Schon wieder? Wieso gelingt es mir nicht, dich platt zu machen? Tja, das ist schon... wer weiß, keine Brombeere. Auf ewig Nummer 2 oder 3. Bromley, was treibst du denn da? Ah, du hast dich wirklich kein bisschen verändert. Ja, ja, ja. Das war wirklich beeindruckend, Don Marcy. Mhm, was du meinst? Okay, ui. Bist du extra angetanzt, um mich verlieren zu sehen? Also, als Inselkönig hat man wohl nichts zu tun, was? Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Die Welt dreht sich nicht um dich. Ich bin hier, weil ich Don Marcy gesehen habe, nicht wegen dir. Was? Du willst wohl, dass ich dich platt mache? Mit deinem besiegten Team wird das nichts. Bromley, du hast immer noch nicht verstanden, warum man gegen andere antritt und sich mit ihnen misst. Es geht darum, alles aus sich herauszuholen und gleichzeitig dem Gegner zu ermöglichen, ebenfalls sein Bestes zu geben. Es geht nicht darum, den Gegner platt zu machen, sondern darum, stärker zu werden. Eigentlich will ich meinen Gegner mal platt machen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was du da laberst. Es ist eben meine Art, Gegner platt zu machen. Das sah für mich gerade etwas anders aus. Du hast zwar gesagt, du willst Don Marcy platt machen, aber ist nicht vielleicht tief in dir der Wunsch gekeimt, gegen ihn zu gewinnen? Was faselst du da? So ein Schwachsinn. So wie du jetzt bist, Bromley, wird es dir nicht gelingen, gegen Don Marcy zu gewinnen. Das kann ich nur bestätigen. Kann man den Kampf so oft verlieren? Ich weiß es auch nicht, Kilian. Du musst die Stärke des Gegners anerkennen und versuchen, ihn irgendwann zu übertreffen, indem du dich mit anderen Menschen und Pokémon misst. Das ist es, was du wirklich willst, das sehe ich dir an. Du führst dich ja immer noch wie mein Lehrmeister auf, dabei habe ich dich schon lange abgehakt. Mhm. So viel Info! Mhm. Hintergrundstory, ich liebe sowas! Don Marcy, das bin ich! Ich werde mich dieses Hohlschädels, nein, dieses Riesen-Hohlschädels annehmen. Ich schwöre bei meinem Titel als Inselkönig, dass ich aus ihm einen vorbildlichen Trainer machen werde. Als Wiedergutmachung für die Sünden von Team Skull. Pah! Wir beide werden viel herumreisen, uns erwartet eine strahlende Zukunft. Wir werden vielen Menschen Pokémon begegnen und dabei jede Menge Spaß haben. Was auch immer das jetzt sollte, ich habe keine Ahnung. Meister. Ich werde mich nicht bei dir entschuldigen. Und ich tue das auch nicht als Buß oder so. Sei einfach still und nimm das hier. Das ist sowas wie ein Glücksbringer, den ich nach meinem ersten Sieg bekommen habe.
Oh, ein Vogelstein. Mhm. Ein Vogel so. In Alola weiß man nie, was das Schicksal für einen bereithält. Wer weiß, was aus mir wird. Bei unserem nächsten Treffen wirst du es erfahren. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Cool. Gibt es denn noch irgendwas, was ich wissen müsste? Du kannst du auf deinen Trainerpass mal kurz gehen? Ja, kann ich machen. Musst du mal eben mein Trainerspaß. Wie das nochmal genau war. Da, Trainerpass. Ah, da sieht man das gar nicht. Wo sieht man, wie viele Z-Kristalle man hat? Ja. Oder? Hier. Ich glaube, einer fehlt noch, oder? Hast du schon den diesen Feenstein? Ich glaube nicht. Warte mal. Okay, ich warte. Warte, ich guck mal eben bei mir. Ja, ich guck mal eben kurz den Trainerpass an. Den habe ich mir nie angeguckt. Meine ID, ich habe so viel Geld. Gewinnpunkte habe ich 525. Wo kommen die nur her? Ich muss sowieso einmal auf meine Insel gucken. Mhm. Prüfung bestanden. Hier brauche ich alle Pokémon bis 35, bis 50, bis 65, bis 80. Die gehorchen alle Pokémon unabhängig von ihrem Level. Ah, weil ich der Master auf Desaster bin. Da gibt es doch so viel. Da gibt es noch einiges zu tun für dich. Meine Fresse. So, ich guck mal eben. Flugpsycho sind die einzigen. Aerium habe ich aber schon. Das habe ich im letzten Stream gemacht, Kilian, da warst du leider nicht dabei. Und Psycho. Upsa, wollte ich nicht. Bei mir ist einer mehr, ne? Guck mal. Ja, du hast einen mehr. Warte mal, ich gucke mal kurz in meinen Beutel. Aber welcher fehlt dir? Du sagst, du hast den Flug schon bekommen. So, ich habe Raichium, ich habe Aerium, ich habe Arquium, Battalium. Also warte. Ja. Ich gehe mal eben rein. Und ja. Gucken wir zusammen. Wir sind vergleichen die bei dir jetzt einfach nach mal. Alphabet? Nach Alphabet. Hast du auch den Raichium? So, Alphabet. Den habe ich nicht, aber okay. Ich habe das Raichium, muss den dann nur noch abholen. Okay. Also Aerium. Habe ich Arquium. Ja, sag und ich Battalium, sag dir, was fehlt. Ja. Botanium. Ja. Dracium. Ja. Fuegro. Evolium. Aber das kannst du auch jetzt erst machen. Mhm. Dann fehlt mir das Evoli-Ding. Mhm. Glacium. Mhm. Insektium. Carpium. Metallium. Myunium. Noctium. Normium. Petrium. Phantomium. Picatium. Primarenium. Diese blöden Namen. Pyrium. Ja, dir fehlt das Cium. Okay. Set. Ja, wo kriegt man das Psychogedumpe? Das kriegst du auf dem Tenkerat-Hügel, glaube ich. Oder okay. Nee, in der Wüste kriegst du das, in der Wüste. Ah ja, okay, die Wüste. Wüstebescherung. Das machen wir dann irgendwann. Hm. Oh, ich hasse die Wüste. Wo kann man eigentlich jetzt die ganzen Pokébälle kaufen? Ich glaube, zweite Insel unten links in der Stadt. Okay, gehen wir mal hin. Ich glaube, ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ja, weil ich hätte ganz gerne die ganzen Bälle, damit ich Pokémon in wunderschön passenden Bällen fangen kann. Würde ich am liebsten tun. Tun. Ich gehe mal bei mir eben, ich bin mal so dreist und gehe ins Pokémon Resort. Okay. So, hallo du da. Oh. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, den ersten Champ der Alola-Region in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen. Du bist jetzt zwar der Champ, aber auf gewisse Weise geht deine Inselwanderschaft noch weiter, oder? Ja. Okay. Ich will was klaufen. Ober, super, Hyperball. Aha. Nichts Besonderes. Hast du einen Kugelschreiber oder so für mich? Dass ich hier mal eben meine Notizen abpacken kann, danke. Ja, bitte. Fast überall. Ah, okay, man kann sie echt fast überall kaufen. Okay, wahrscheinlich hier schon mal nicht. Hm. Okay. Also, du kannst alle Bälle
Ja. Nicht alle, die Standardbälle kannst du überall kaufen, aber in irgendeinem Pokémon Center in irgendeiner Stadt kannst du nur die besonderen kaufen. Also du musst auf jeden Fall aber ins Pokémon Center gehen. Okay. Zum rechten Stand. Das wäre ganz toll. So, hat jemand zufällig Lust, da mal zu gucken, in welches Center ich dafür muss? War das hier in diesem Pokémon Center? Nein, da ist nur ein einzelner Typ hier drin. Leider. Es war echt nur in einer Stadt. Das ist ja toll. Das ist ja voll toll, ey. Gibt ja nur so wenig. Ja, das ist blöd. So. Oh, da machen wir mal. Warte mal. Ja, ich habe auch auf PokeWiki geguckt, aber es war auch blöd, das auf PokeWiki zu suchen. Ich gebe einfach mal Mondball ein. Mondball? Mach ich mal kurz. Live während der Aufnahme. Manche Bälle kriegst du auch nur von Professor Eich. Okay. Also du kannst manche kaufen und manche findest du von Professor Eich, der an verschiedenen Orten auf dich wartet. So war das. Das war ein bisschen blöd gemacht. Hokulaniberg. Achso, das war... Oder? Von Heinrich Eich, südöstlich vom Pokémon Center. Genau, siehst du, manche kriegst du nur von Eich. Manche findest du, manche kannst du kaufen. Heinrich, der alte Heini. Cousin, Großneffe. Zweiten Grades Großnichte, okay. Scroll mal hoch, das steht ja nicht hier. In der Bibliothek kriegst du einen Simperball und da steht alles. Okay. So. Die Kurtbälle gibt's alle nur einmal. Das ist ja doof, ey. Samson Oak. Heinrich heißt auf Englisch Samson. Das ist doof, dass man die nur einmal kriegt. Das ist ja voll scheiße. Ich wollte die mehrfach haben. Boah, ätzend. Ah, das ist doof. Das gefällt mir nicht. Ich will die mehrfach haben. Verdammt nochmal. Ah, Gnarf. Okay. Dann können wir auch einfach weitermachen. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Ich gehe wieder dahin. Geht schneller. Hallo? Ich will doch nur das Ding da berühren. Berühren. So, den Pokédex will ich, ja, Pokédex füllen, auch mit normalen Bällen, aber ich will manche Pokémon, die ich auch kompetitiv benutzen möchte, möchte ich in richtig schönen Pokébällen fangen. Bälle, die einfach optisch gut zum Pokémon passen. Was nur deswegen. Vollkommen verständlich. Und ja, damit es richtig stylisch aussieht, super Stylomatik halt. So, scheiß Musik wegmachen. So, aber hier hoch. Aber Bats, 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 und wui! Dann können wir jetzt endlich unsere Reise zum Baum fortsetzen. Natürlich kriege ich jetzt noch einen wilden Encounter. Das ist wieder irgendwas total doofes. Geht, es ist so hässlich. Kilian, dein Lieblings-Pokémon! Welches ist denn sein Lieblings-Pokémon? Ja, Granbull ist dein Lieblings-Pokémon. Ja, ich bin pingelig bei sowas, aber es sieht auch einfach toll aus mit dem richtigen Pokéball. Ich danke dir. Immer wieder gerne. So. Erstmal Tauros wieder wegschmeißen. Aber ich mich frage, wie man so einen Bullen schmeißen soll. Halt, nein, hier, ich will nicht ins Gras. Oh, ein wildes Trainer. Ich sollte erstmal mein Team heilen, das habe ich immer noch nicht gemacht. Mal diese ganzen Trainingssets hier auf der Insel verteilen, muss ja alles richtig sein. So, Topfgenesung auf Grandiras und dann kann es weitergehen. Mit diesem Arschtrainer hier. Hey Arschtrainer! Was? Wer hat mich Arschtrainer? Route 8 im Pokémon Center. Route 8, okay, ich gehe mal gleich nach Route 8. Route 8 im Po. So, in 13 Stunden ist das nächste Training fertig. Das ist voll geil, dass man das jetzt nebenbei mal laufen lassen kann. Ja. Ich werde nicht einmal richtig EV-Training betreiben, weil ich die einfach über Nacht immer da reinschmeiße. Easy. So, das auch.
Dann kann man nämlich halt sich auf Süchten konzentrieren und verliert halt keine Zeit. Ganz genau. Und ich sag mal, bis du anfängst mit Battle Streams oder so, bis dahin ist halt sowieso alles durchgelaufen. Ja, auf jeden Fall. Da das dann auch auf zwei Editionen machen kann, läuft das noch schneller. Ja, ist so richtig gut. Das Geile ist, in der Zeit, wo andere noch auf der Insel sind, kann man die, die fertig sind, schon halt hochleveln. So. Ja. Ein Wilder Trainer ist erschienen. Wilder Trainer setzt, ich habe dich gesehen. Wir kämpfen jetzt ein. Ah. Hast du irgendwas vergessen? Ja, wir können gleich tauschen. Was setzt du jetzt rein? Scheiße, ich habe wieder nicht aufgepasst. Meteino? Wie lange hast du denn Zeit, Enderman? Frag ich mal so. Hast du es eilig? Wenn ja, dann können wir sofort machen. Ach so, Knogger, okay. Knogger, ey. Läuft, ist doch nur ein Knogger. Das geile Alola-Knogger. Ja, es ist super stylisch. Super Stylomatico und tot ist es übrigens auch. Das war der Vater von dem Abenteuer aus Kanto. Ja. Was? Das hab ich nicht gesagt. Grandiras Level 63, yay. Waschakwil. Ist auch so ein komischer Name, ey. Waschakwil. Yay! Ah, wo habt ihr alle die Capture Card 3DS? Merky ist seit Monaten down. Merky ist nicht down, der kriegt einfach keine Lieferung rein, weil der Ami einfach nicht fertig wird. Außerdem habe ich meine Capture Card seit 3 Jahren oder so. Upsa, Mikro. Ich habe die schon ewig. Nur dass der 3DS so lange hält, das alte Teil. Erfahrungspopel. Sven wurde besiegt. Game over. Ja, ja, Sven. Ja, ja. So, haben wir den platt gemacht. So richtig platt gemacht, ey. Wann machst du die nächste Pokepause, Junge? Nur mal nebenbei gefragt. Ja, kommen wir gleich. Wir machen gleich die Pokepause. Ebene von Pony mit My Little. Hi. Was? Du möchtest ein VIP-Ticket für mein Zettring-Konzert? Da musst du erst. Okay, yeah. Was bist du? Na, was bist du? Was bist du? Oh. Warum? Warum ist es das dumme Mistvieh? Oh, hoppla, ich wollte Falterreigen machen. Sowas Dummes aber auch. Voll geknüpft. Das lebt noch, ey. Besser als Hyperzahn, ey! Gib mir meine KP zurück, Arschloch. Dieses dumme Vieh, ey! Warum ist es ein Rechtsradikal? Ich verstehe es nicht. So ein richtig fettes sogar. Fett ist gar kein Ausdruck. Specki! Okay, haben wir das. Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich freue mich einen Keks. Okay. Scheiß auf das Vieh. Jetzt auch wollte ein Winkel rumbrübeln. Okay. Oh, ein Traumpack. Okay, wir können gleich tauschen. Gib mir 5 Minuten, dann tauschen wir. In la 5 Minutos. Okay. Und danach gibt es eine Pokepause. Eine klitzekleine Pokepause. Und danach werden wir dann den Pokédex vervollständigen. Warum hat die eben nicht reagiert? Weil die dumm ist. Ja, aber. Hä? Die ist richtig dumm. Hammer. Richtig dumm. Kirsten, ja, natürlich. Kirsten Kirschbaum oder was? Austus! Ein Austus soll es also sein. Ich verstehe. Und Andy, wir werden gleich tauschen. Gleich tauschen. Ich klatsche irgendwie die Flöze kaputt. Flöze! Yay! Zauberchen! Warum habe ich nicht Diebeskuss gemacht? Ernsthaft? Die macht Stachler, das ist doch nicht nett. Ja, so sind die drauf. Das ist voll die Umweltverschmutzung. Die sind alle kurzsichtig. Das kann sein, Kiel, das kann sein. Kurzsichtig. Warten Sie noch. So. Bambi, yay, 63. Schon richtig alter Herr.
Und jetzt kommt Mantidea. Ich will mal sagen, da freut sich jemand ganz besonders. Grandias! El Mucho Grande! Ich finde das Vieh einfach geil. Es ist super. Ich liebe dieses Pokémon. Ich habe das irgendwie größer in Erinnerung. So mit so einer leuchtenden Aura um sich herum. Ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Der Herrscher. Ja. Brennt gerade in der Hölle. Hättest du es mal eher gemacht. Nachts den Sonntag, das ist auch interessant. Wie viele Shinies ich habe, müsste ich nachgucken. Aber es sind schon viele. Brauchen alle eine Brille, aber sind sie zu fein dafür. Ja, die Astrina halt. Ne? Ja, ich bin super, ich brauche keine Brille. Okay, sie heilen doch nicht. Ich dachte, Astrina heilen immer ihre Viecher. Kontaktlinsen, vielleicht, ja, Kontaktlinsen sind rausgefallen. Boah, Kontaktlinsen sind schrecklich. Ja. Ich kriege die nicht in meine Augen rein. Ich habe es mal eine Zeit lang versucht, ganz am Anfang der Brillenzeit. Mhm. Da hatte ich aber ein Korn drauf, das tat weh. Alter, das tat weh. Autsch, autsch, autsch. Da lief mir so die Tränen. Deine Prüfung. Was willst du von mir, Mädel? Geh sterben. Los, spring. Spring ins Wasser und ersäuf dich selber. Was? An Item. Carbon. Carbon. Hier ist nichts versteckt? Okay. So, zur Sicherheit. Zur Sicherheit, wo ist er? Hier, einer meiner wenigen Top-Schutze. Nur einmal, danke. Ich könnte jetzt auf Tauros springen und rumreiten, aber nein. Ich will diese Musik nicht hören. Diese Musik macht mich, die macht mich voll Depri. Da ist ein Schatten. Kann ja nichts Gutes sein. Da raschelt es im Busch. Ja, du wirst hier die ganze Zeit von Pokémon angesprungen. Das ist richtig ätzend. Vor allen Dingen, weil die auch alle kacke sind. Ja. Muss ich aufpassen. Ich habe da keinen Bock drauf, ey. Da können wir Berries suchen und finden und vielleicht auch. Siehst du? Oh, das habe ich nicht gesehen. Sonst hätte ich einen größeren. Kam da jetzt ein Razaf raus? Ja, es kam so. Wie geil. Ist ja ein Affe, ne? Also. Ja, ein blöder Affe. Ein Schweinebärmann ist das. Du siehst noch ohne Brille Gukia. Noch ist das Wort der Stunde. Shiny Gandrias möchte ich auch gerne haben. Welche Pokéball ich suche? Mondball und so. Die ganzen anderen Bälle auch, aber so alle, die man nur einmal kriegen kann, das ist voll scheiße. Ich will sie einfach alle haben. Mondball. Wie dieser orangene Ball. Wie heißt er nochmal? Hab vergessen. Turboball? Genau, den Turboball. Ich brauche den Turboball. Wenn man den nur einmal kriegen kann, ist das echt scheiße. Muss ich aus Mondball tauschen. Ich muss dann noch diesen Ball haben. Das ist das Gute, wenn man zwei Editionen hat. Auf einer hat man alles verhunzt, auf der zweiten kann man alles richtig machen. Ja. Wenn man es nicht da auch noch verhunzt. Okay, weißt du was? Wir gehen mal kurz in die. Wo ist es? In den Festival Plaza. Da möchte jemand gerne tauschen. Enderman! Jetzt wird getauscht! Dafür muss ich wieder einmal Connect machen. Und dann gibt es eine kleine Pokepause, so 10 Minuten Pause. 10, 15 bis 20 Minuten. Ich brauche ein bisschen mehr Pause jetzt. Und dann werden wir den Pokédex vervollständigen. Yeah! Da wird ein Spaß. Fehlt ja nur über die Hälfte. Schaffen wir heute im Stream. Hey, schaffen wir in diesem einen Stream. Schade, dass dieser Post nicht dabei ist. Aber wollte ja einen 24-Stunden-Stream haben. Ja. Tja! Jetzt ist er nicht da. Mhm. Wo wir ihn machen. Kannst du einmal die Tür aufmachen für besseren Connect? Ja, klar. Supi. Bis gleich. Man weiß ja nie bei diesem scheiß WLAN. Ich hasse WLAN. Ich hasse es einfach zutiefst. Und ich habe Hunger. Und da oben ist hier im Donnerblitz. Nice. Freue ich mich aber. Da kommt der große böse Fliege wieder rein. Geschwebt. Ich liebe es, den Pokédex zu füllen. Ja, war klar, dass es erstmal wieder nicht funktioniert. Weißt du, was ich liebe zu füllen? Erzähl! Nee. Erzähl! Ach, ist okay. Ich mag meinen Pokédex auch. Komm schon, Fliege, was fühlst du gerne? Nein, wir haben 22 Uhr, es sind auch keine Kinder da. 22.16 Uhr, es ist spät. Erzähl, was willst du gerne füllen? Nein, nix, Alter! Hau raus, komm!
Wir sind hier unter uns. Es ist niemand hier andere. Niemand außer uns ist in diesem Raum. Ja, Klein Kilian ist ja da. Ah, bitte. Der ist 92 erst geboren. Der darf das noch gar nicht hören. Ach, bitte. Kann doch was lernen. Bank Update. Zumindest 50% von Eurodex. Waren vorher 33. Ah. Und in der Finalhöhle am... Aha, Erdbeben. Oh, Verbindung. Oh, geil. Oh, yeah. Aha. So, Andy, ich darf mir eine Überraschung aussuchen, hast du gesagt. Ich bin gespannt, was du eigentlich damit meinst. Nimm ein Ash-Quajutsu, was mäßig ist. Das wäre toll. So, erstmal in der Mirakel-Wip-Liste gucken. Hauptsache, Drago schreibt die ganze Zeit nichts und kaum hört er was FSK 18. Ja, ja. Aha, ich verstehe. Drago. FSK 18 plus. Ich bin 24. Ja, ja. Jetzt, wo ich da meinen Namen sehe, ich habe auch noch 12 Pokémon für dich. Hm. In der Donny-Box. Die Donny-Box. Das ist schön, wie das zum Mega-Spitznamen wird, ey. Mhm. Damit fing da eigentlich Mike erst mit an. Ja? Computer-Ecke. Der okay. Fing damit an. Einmal in Teamspeak. Donny, ich hab dich vermisst! Das weiß ich noch. Ach, 24, Kilian, das waren noch Zeiten. Mhm. Damals vor fast drei Jahren. Du hast DHL in deiner Freundesliste? Ja, der heißt einfach DHL. Das ist voll geil. Weil er immer zu spät kommt, oder was? Ja, natürlich. Und er klingelt nicht, er packt sofort einen Zettel in den Briefkasten. Und die war da nicht zu Hause. Ich stand an der Tür, du Wichser! Heißt einfach so, ich kann auch nichts für. Ah, Drago, du füllst den Dex? Tja. Ah. Was hält sich die Ohren zu und könnte loslegen? Ah, alles klar, ich super. Ich dachte, er wäre nur sie. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Ich führe gerade den Dex, das braucht halt Zeit. Ein gut Ding will Weile haben. Ja, füllen muss ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Hast du ihn denn in deiner Freundesliste? Also müsste ich eigentlich. Enderman Melone habe ich in der Freundesliste, wenn ich mich nicht irre. Okay. Andy, du kannst mich auch einfach antauschen, wenn du online bist. Andy. Mhm. Typisch Andy. Typisch Andy. Oh. Game Freak Nintendo hat meinen Pokémon Sonnenspielschrank gelöscht, obwohl ich das Spiel zu 100% durch hatte und alle. Ja, woran das wohl dann liegt? Ja. 100% und alle Pokémon Level 100? Wer cheatet, wird gelöscht. Und wenn man gescheatete Pokémon aus Rot, Blau und Gelb rüberzieht. Und die das merken, wenn du online gehst, dann wirst du auch direkt gelöscht. Ja, aber dann eigentlich nur online gebannt, die können ja nicht den Spielstand löschen. Oh doch. Ja, man sollte schon nicht Fudeleien machen, das kommt nicht gut. Nicht schummeln. Ja. Ganz normal spielen. Richtig. Jedes Pokémon fangen, entwickeln, bis Level 100 trainieren. Und wenn du dann 999 Spielstunden hast, dann löscht das auch keiner. Natürlich. Ich habe in Pokémon Y 999 Stunden und 59 Minuten und danach wurde nicht weitergezählt. Ah, mich juckt es am Ohr. Mich zum Glück nicht. Na los, Andy, was los? Connect! Bevor meiner wieder abbricht. Man weiß ja nie. Also gibt mir diese Festival Plaza Musik tierisch auf den Sack. Erst nervt er die ganze Zeit und jetzt kommt er nicht online, weißt du? Mhm. Weißt du? Also die Pokédex-Seite von Evoli sieht toll aus, wenn man alle hat. Ah! Was ist los? Ja, ich warte halt, es tut sich nichts, ja. Also muss ich irgendwie. Waffe Fluff? Ja. Enderman Melone, komm schon. Zeig doch mal deine beiden Pokémon da in die Kamera. Okay. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Hast du es noch nicht? Oder hast du es schon mal gemacht? Schon lange nicht mehr, okay. Aber ich mach's fast immer. Ich habe ein Voltoball! Yay! Yeah, es kann sich nicht in die Luft jagen, aber es ist trotzdem cool. Ich habe Sonne, Mond, Omega, Rubin und Y. Yay. Ja, nicht schreiben, tauschen, Junge. Ja, komm, online. Du, die ganze Zeit willst du mich darauf aufhören. Jetzt bin ich hier und du machst nicht. Komm. Come on. Gengar. Ah! Voll geil. Bevor das Spiel kennt, bin ich echt schon 26, fast 27? Wahnsinn, ey. Ich komme gar nicht so vor. Ich komme mir noch wie 12 vor. Alter, ich werde 28 dieses Jahr, überleg mal. Du alter Sack, ey. Fusion. Oh ja.
Ja, scheiß drauf. Egal. Es würde eh nichts Vernünftiges dabei rumkommen. Ja, noch unvernünftiger als wir sowieso schon sind. Noch schlimmer. Und damit so einer tollen Synchronstimme, die Rick Grimes oder sonst wen vertont. Oder Alan Harper. Komm schon, Enderman! Ciao! Ach ja. Komm. Wegen Geburtstag, im Februar, wenn ich Urlaub habe, habe ich auch Geburtstag. Ich habe überlegt, ob ich einen Geburtstagsstream machen soll. Geil. Ich überlegt. Geile Idee. Die Verbindung kommt nicht. Da musst du an der Verbindung nur ordentlich rubbeln, dann kommt sie schon. Ah, geil, die Cam macht Bock. Ja, mit Cam ist es immer richtig geil. Es macht auch richtig geil, was? Nein, das nicht, aber ist ja. Das ist ja nicht bei Cam 24 oder Cam 18 oder sonst was. Mhm. Komm schon. Das ist eine Y und mein eigener Pokémon-ROM. Alter, in der Zeit hätten wir beide schon tauschen können. Jetzt, wenn der Post noch da wäre, der hätte jetzt bestimmt wieder was confirmed. Das glaube ich auch, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Der Connect kommt nicht. Fanfics confirmed? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, Kommastrich. Der Dude ist so durch. Ja, ich bin auch langsam durch. Komm schon, Enderman! Andy! Warum bist du nicht die ganze Zeit online? Das geht ja mal gar nicht. Habe ich dich eigentlich als Miracle Whip registriert? Ich weiß es gar nicht. Warum dauert das so lang? Ja, komm schon! Was soll der Scheiß? Wollen wir zuerst tauschen? Ja, wir könnten... Was? Folgendermaßen? Die Verbindung soll kommen. Ja, komm! Ja, auf jeden Fall, du versuchst weiter die Verbindung herzurichten, wenn sie erstmal steht. Dann bleibt das erstmal so. Wir machen jetzt erstmal Pokepause. So, warte. Ja, dafür muss ich eben Connect rausmachen, sonst ist das alles sehr witzlos. Wir machen jetzt erstmal, ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten Pokepause. Habe ich deinen FC noch gar nicht? Okay, weißt du was? Wir machen Pokepause. Und ich guck mal, ob ich deinen FC drin habe oder nicht. Fliege willst du schnell einen Reißlos mit Aquajet haben? Klar, schick mir rüber. Und hast du ein Dings für mich, ein Robal? Ich melde mich bei Game Freak. Ah, alles klar. Okay, wir machen jetzt folgendermaßen. Wir machen eine Pokepause und flapp! Ich klappe den 3DS zu. Warte. Und dann sehen wir uns nach einer klitzekleinen Pokepause wieder. Bis gleich. So, die Pause ging ein bisschen länger. Es kann gleich endlich weitergehen. Enderman, ich hoffe, du bist noch online. Dann können wir endlich tauschen. Du bist ja endlich nach einer halben Stunde online. So. Mal gucken. So. Die Musik machen wir mal eben fix aus. Flapp. Dann machen wir den Screen wieder an. Ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt den Pokédex vervollständigen. Das werden wir jetzt erfolgreich getan haben wollen sein. Oh, guck mal, Gesichter. Oh nein, wie kommt das nur? Warte, ich habe was vergessen. Nee, ich habe was vergessen. Der Sound fehlt noch. So, ich habe ja gesagt, ich würde den Pokédex voll machen. Und, sieh mal, Aludex, 301 von 301, 120 von 120, 130, 130, 130, 130, 100, 100. Wie kommt das nur? Es hat einen Grund, warum ich heute nicht alleine streame, wie eigentlich geplant. Ja, ich habe ja nicht gesagt, wie ich den voll kriegen will, ne? Also, herrlich. Ich muss das hier noch wegmachen. Weg mit dem Player. So, der Pokédex ist vervollständigt. Ich muss, glaube ich, zum Prof gehen, ne? Du musst, beim Prof kannst du auch was tun, aber okay. Wo du hin solltest, ist nach Game Freak auf jeden Fall. Ah, die waren, wo waren die nochmal? Zweite Insel, vom Pokémon Center aus nach rechts, ins dritte Haus nach oben. Ah, okay, so war das, okay. So, wir machen nochmal kurz einen kleinen Sturzflug Richtung zweite Insel. No, flop, flop. Ja, ja. Und ich würde dir auch raten, auf der letzten Insel noch das Pokémon Center zu besuchen. Okay. Ja. Okay. Gut zu wissen. So ein paar Kleinigkeiten fallen mir gerade wieder. Ja. Das finde ich super. Das letzte Center.
Ah, da war ja auch nach der Story, dass da irgendjemand auftaucht, ne? Genau. Ja, so war das. Okay, ich verstehe.